Hallo Leute, ja, wir sind hier in Comic unterwegs. Wir haben jetzt hier auch tatsächlich, wie ihr gerade einen Jingle gehört habt, wo ihr aufs Dingens geklickt habt, dass es Sound hier jetzt auch gibt. Das habe ich schon mal hingekriegt. Was hier ganz wichtig ist, wir haben hier 51.000 plus. Letztes Mal hatte ich glaube 38. Das heißt, hier läuft's. Nicht so wie in unserem anderen Spiel, wo das Pack 128 German da wir bankrott gegangen sind. Woran es liegt, habe ich noch nicht geguckt. Muss ich noch machen, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Und wenn es so ist, dann ist es so. Falls das in dem Dingensspiel auch bankrott gegangen ist, in dem alten, auf dem alten Rechner auch bankrott gegangen ist, dann kann ich es nicht ändern. Oder im nächsten Moment ist es so, falls es in dem neuen Spiel bankrott geht, dann haben die ja das Dingens, das Finanzmanagement da überarbeitet. Und dann würde ich sagen, hat man da sowieso bei so einem Spielstand keine Chance. Da müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke mal, das war's dann, weil wir hier dieses Comic haben. Das reicht mir dann auch erstmal. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, schauen wir jetzt hier weiter, dass wir hier die Züge hier schauen, wie die weiterkommen. Wir hatten letztes Mal halt gesagt, Bushaltestellen machen, da kümmern wir uns jetzt als nächstes drum, ne? Da gucken wir mal weiter. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal als nächstes eine Bushaltestelle hin, die dann nördlich von hier sein muss. Straße müssen wir bauen. So, das ist die Bushaltestelle 212, die muss dahin. Das heißt, wir müssen da die Straße reinbauen, müssen das allerdings auch glätten. Dann wollen wir da mal den Bagger rausholen. Ach so, das ist hier hoch. Warte mal, wenn ich sage 1, 2, 1. Das heißt hier. Das Feld ist nicht. Ah, okay, das geht also nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich diese Ecke absenken, um dann da die Bushaltestelle hinzukriegen. Kann das sein? Das weg, das her. Ja, das sieht gut aus, ne? Das ist jetzt hier 1, 2, 1, 2. Da kommt die Bushaltestelle hin. Passt. Und dann ist das Haus auch abgedeckt. Läuft. Dann müssen wir aber hier einen Stadtbus noch anstoßen. Dass wir den hier kriegen in Neubrandenburg. Da gibt es ja noch keinen. Also LKW, Doppelgespann. Schnelle Kutsche, neuer Fahrplan, neue Linie. Und das ist dann Stadtbus Neubrand. Ah, jetzt habe ich schon einen Tippfehler da drin, ne? Neubrandenburg. Schuss hat er genommen. Fahrplan ist von dort nach dort. Das passt dann auch. Können wir schließen. Stadtbus ist ausgewählt und können wir starten. So, dann fährt der erste schon mal dahin. Hier steht noch keiner, ist klar, das bleibt nicht aus, dass da noch keiner steht. Verlässt das Depot, haben wir also auch hingekriegt. So, jetzt schauen wir mal. Gütersloh war letztes Mal, wo wir gesehen haben, dass da ein Häuschen mehr kam und da haben wir schon eine Bushaltestelle gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gerade bei Köln gucken, wie es da aussieht. Köln ist auch größer geworden, hat aber noch keine außerhalb. Dann ist Jena hier hinten. Jena war auch etwas. Oh, Jena hat auch eins außerhalb. Ne, das ist außerhalb hier, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssen hier eine Bushaltestelle hinhaben. Das heißt, das ist die Bushaltestelle. Naja, 1, 2, ne, da muss er hin. Ne, warte. 1, 2, 1, 2, da muss die Bushaltestelle hin. Das heißt, es wird so werden. Und abgedeckt. Und dann bedeutet das gleichzeitig, wir können jetzt mal hierhin switchen, weil das ist neben dem Depot. Auf die Lupe. Hier rein. Doppeltes Gespann. Da, deren, hier rein, da rein. Das wird der Stadtbus Jena. Schuss. Und jetzt muss ich da hinten scrollen, ne? Jetzt müsste Jena ja kommen hier gleich. Und die Kutsche fährt von da nach da. Passt. Können wir abschließen. Da steht Jena und die können fahren. So, jetzt haben wir hier unten noch Königsbrunn. Ist aber abgedeckt. Königsbrunn ist erledigt, das heißt, jetzt sind wir noch bei Lüneburg. Ah, warte, hier kommen wir gerade an. Ne, das ist Köln. Wir sind bei Bad Zwischenahn. Das ist alles abgedeckt. Dann gehen wir gerade nach Lüneburg gucken.
Das ist auch abgedeckt, das ist drinnen, naja. Dann haben wir hier unten noch zwei Brücken, war das, oder? Was war das hier unten? Zwei Brücken und da ist, passt es aber noch. Ah, die Pferde, die haben mir letzte Folge gefehlt. Ach ja, übrigens, wenn ihr da so einen Krach gehört habt im Hintergrund, der Ventilator, das war's. Das ist definitiv der Lüfter von dem Gerät, out of the box, ne? Ich habe aber schon neuen da, muss den noch einbauen, aber wie sich das immer so ist, da musst du das ganze Ding auseinanderbauen und es ist gerade so warm und ich habe da gerade nicht die Motivation, deswegen müsst ihr gerade mit den Lüftergeräuschen, die da im Hintergrund laufen, noch etwas klarkommen, bis ich den Lüfter getauscht habe, dass da ein größerer ist, der dann langsamer dreht. Und dadurch mehr Wind auch durch die Gegend schafft, ne? So, Bünde ist auch noch gut. Ettlingen war, glaube ich, hier hinten noch, ne? Oder wie heißt der Ort? Ja, Ettlingen. Aber das haben wir hier Riesenstraße schon gebaut. Ausgewiesenes Industriegebiet wahrscheinlich. Und ja. Dann haben wir hier noch Willensdorf. Da ist das Häuschen, aber mehr ist da nicht passiert. Okay. Dann hätten wir noch. Ne, fangen wir hier bei Achim an. Achim. Ah, Achim hat jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Bushaltestelle, die gemacht werden muss. Und zwar muss die da irgendwo hin. Das heißt 1, 2, 1, 2. Da verlängern. Und dahin. Passt. Und hier müssen wir nur eine Linie anpassen. Dann statt Bus Achim. Ach, da ist doch Stadtbus Achim Fahrplan. Achim Rathaus, dann nach Achim Dingens, dann wieder Achim Rathaus und dann Achim Rousseau Straße heißt die wohl, ne? Das sieht erstmal gut aus. Das ist gut, dass wir kein weiteres Fahrzeug brauchen. Der fährt da gleich so hin. Dann haben wir hier noch von Bad Mergentheim, nicht von Marzahn. Das sieht aber alles gut aus. Hatten wir schon mal gemacht. Dann haben wir Friedrichsdorf, glaube ich, hier oben noch. Das ist auch abgedeckt, das Häuschen. So, dann müssen wir auf die Insel. Wenn wir schon gerade hier sind, ne? Wie viel fahren denn da so mit? 16, das geht ja, okay. Stehen da unten denn noch welche am Hafen? Da stehen 17 und auf der anderen Seite stehen 31 und der fährt nicht rüber. Oder fährt er und ich sehe es nicht? Das steht doch da. Ach so, die werden abgeholt wahrscheinlich, ne? Ja, die fahren nach hier runter. Okay, dann ist das so. Und wie sieht das hier aus? Ich hoffe, der hat Passagiere, dass die dann rüberfahren. Dann fährt er auch wieder einmal hin und her, ne? Ja, da sind welche. Bad Mergentheim, Zweikhafen. Ne, das ist ja passend. Das ist ja hier. Gut, dann geht es da auch gleich weiter. Wie viel macht denn die Fähre da so plus und minus? Oh, leicht plus, da ist alles gut. Passiert nichts. Das können wir so lassen. Vielleicht wird es irgendwann mal Brücken geben oder sowas und dann können wir da Brücken bauen, ne? Hier ist ja noch nichts mit Brücke, ne? Nein. Wie sieht es hier aus? Da stehen 25 Passagiere, der Zug abholen muss. Hier ist wahrscheinlich keiner in einem Schiffchen drin, oder? Jetzt hat das. Doch, da sind tatsächlich 8 Stück drin. Okay. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da stehen 16, aber alle zum Abholen. Und da kommt der Zug und der hat welche mit? 11, auch gut, das läuft. Der fährt auch plus. Das sieht erstmal gut aus, oder? Oh, hier ist gar keine Bushaltestelle, die ist da, okay. Aber hier ist auch nichts, was ausgebaut werden muss. Da steht bestimmt keiner, ne? Und da ist bestimmt auch keiner drin, ne? Oh, doch, habe ich mich vertan. Da sind tatsächlich 3 Leute drin, ne? Cool. Läuft also. Selbst da. So, hier wartet niemand in Lippstadt. Lippstadt hat auch nur ein Häuschen und hier am Bahnhof, der gehört ja zu dem Dingens. Passt schon. Ich glaube, dann war hier als nächstes Erlangen. Schauen wir uns mal gerade Erlangen an. Erlangenburg, was macht die? Steht niemand. Und 3 Kutschen fahren da gerade hin. Na super. Hier stehen 27 für den Hafen. Letzter ist leer. Zweiter sind 2 drin. Und erster muss dann voll sein, oder? Ja, ist so. Jetzt ist die Frage, kommen da welche rein oder nicht, ne? Also, was ich mit dem letzten mache, der kriegt erstmal den Fahrplan umgedreht gerade. Aber der Fehler hier ist immer noch da, ne? Oder? Ne, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich nur zu hoch geklickt.
Ah, nee, hier, der Fehler mit dem Dreifachklicken ist weg. So, er soll jetzt wieder zum Rathaus fahren. Einmal umdrehen, weil die müssen nicht drei ineinander fahren, dann ist es ein bisschen wenigstens anders. Und er fährt zum Zweighafen. So, und hier haben wir drei Passagiere und da ist niemand drin dann wahrscheinlich. Genau so ist es. Aber die beiden fahren gleich voll zurück. Wie ist es denn mit dem Geld hier? Na, leichte Minus hier, der zweite auf jeden Fall. Der erste auch im Minus. Aber vielleicht wird das ja besser. Die fahren alle weg, drei noch für ein Rathaus. Wahrscheinlich sind die hier mitgekommen. Aber da fahren noch fünf nach Erlangen-West. Okay. Kommen da welche hoffentlich an? Nee, kommt keiner an. Ja, hier unten, Winenden oder was war da? Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht, ne? Ich sehe hier gerade, da ist. Ne, doch, das Haus ist abgedeckt. Ah, jetzt habe ich natürlich einen großen Fehler gemacht, ne? Jetzt müssen wir wieder nach Winenden rüber scrollen. Aber nicht schlimm, da kommen wir auch hin. Wie sieht es denn hier am Hafen aus? Da stehen 11 Leute, die nach Erlangen wollen. Das heißt, da passiert was. Und der Zug, der fährt gerade zurück. Okay. Der hat auch 10 Passagiere mit. Auch sehr schön. Und wie sieht es hier am Hafen, Dingens aus? Da stehen 9 Passagiere sogar. Okay. Also hier passiert tatsächlich was. Es ist ja auch ein Haus gekommen. So, das heißt, gerade mal einmal auf die Karte gegangen. Wir haben das gesehen, wir haben das gesehen, da waren wir auch, da waren wir auch, die Strecke haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben alles erstmal geklärt, ne? So, jetzt wäre noch zu überlegen, wie wir hier weiter vorankommen. Ich würde ganz gerne entweder Jena, ja, ich denke Jena einen Hafen bauen, vielleicht hier, und dass man von Jena hier aus nach da oben hochfährt. Weil das könnte noch interessant dann sein, ne? Dass man hier hochfährt mit den Schiffen. Weil zurzeit müssen die ja alle hier lang fahren, ne? Fahren die hier lang. Darum. Und dann müssen die über Land hier lang. Und das wäre dann eine Option, hier rüber zu fahren. Und dann ist nur die Frage, machst du es von Jena nach da oder machst du es von Friedrichsdorf nach da? Vielleicht sollte man das sogar von Friedrichsdorf nach da machen. Weil dann würde dieser Zug besser frequentiert werden. Wie sieht es denn hier am Hafen aus? Am Hafen nicht, sondern am Dingens aus, am Bahnhof. Da fehlen auch Leute. Dann würde sich das hier vielleicht noch ein bisschen besser ausgehen, oder? Ich glaube, das machen wir. Die Kutsche ist jetzt wo unterwegs? Neubrandenburg. Ah, die fährt ja schon. Hat allerdings nur noch nicht Plus eingefahren. Gut. Ist auch nicht schlimm so. Das heißt, Idee war jetzt Friedrichsdorf. Schließen wir jetzt hafentechnisch an. 1, 2. Hier würde er sein. 1, 2. 1, 2. Hier kommt der Hafen hin. Beziehungsweise hier kommt die Bushaltestelle dann hin. Das würden wir dann mal gerade machen, oder? Gelände verändern. Nee, aufschütten ist da doof. Mache ich nicht. Ich mache dieses. So. Und dann machen wir jetzt eine Straße dahin. Das Gelände ist okay. Die Straße geht dann komplett hier gerade durch. Ja, gerade ist was anderes, aber es passt schon. Und hier machen wir jetzt den Hafen hin. Ist das so richtig? Ja, passt. Genauso wollten wir es haben, ne? Und wo muss nachher der Dingens hin? Hier muss die Stelle hin. Ist auch nicht ideal, aber wird dann so werden. Warte mal, lass uns gerade noch eine Aufschüttung machen da. Nee, auch nicht so, sondern auch wieder so. Und dann können wir da definitiv schon eine Straße hinsetzen. Und dann baut uns das keiner, glaube ich, zu, oder? Weil die Bushaltestelle muss ja da hin. So, dann haben wir das. Da hinten ist schon eine Bushaltestelle. Jetzt müssen wir nur noch einen Hafen pflanzen. Hafen ist da. Der direkt daneben kommt. Passt. Das ist alles top.
Jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug. Kann das von da überhaupt dahin? Ja, das kann dahin fahren, aber das wird jetzt von hier ganz weit fahren müssen. Ist aber nicht schlimm. Doppelt. Bus. Dolle Kutsche. Neue Route. Und das ist Regionalbus Friedrichsdorf Hafen. Schuss. Und dann von da bitte nach da gefahren. Und erledigt. Ausgewählt. Starten. So, und jetzt hatte ich ja schon Angst, das dauert ja ewig, bis die Kutsche da ist. Aber bis das Schiff da ist, dauert ja noch viel länger. So, dann machen wir noch eine Schifffahrtslinie jetzt. Ah, komm, das können wir. Ja, das machen wir anders. Ja, das Depot, ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt nur ein Depot hier unten gerade, ne? Vielleicht sollten wir das mal ändern. Ich glaube, wir machen da oben noch eins hin. Friedrichsdorf wird jetzt hier nicht zum Luftschiffhafen, sondern, nee, das war Friedrichshafen, ne? Am Bodensee. Friedrichsdorf ist was anderes. Dann machen wir jetzt hier nochmal ein Depot hin. Kostet uns zwar ein bisschen was. Sind da Unterschiede? Ich weiß nicht. Oh, okay, doch, das sieht anders aus. Das will ich da noch nicht hinbauen. Das machen wir mal dahin, ne? So, dann starten wir hier. Keine Fahrzeuge im Depot. Fähren habe ich. Neue Linie. Motorschiff. Friedrichsdorf. Dittrichsdorf, alles klar. Friedrichsdorf. Das hieß da hinten leider nicht Wendenden, sondern Erlangen, ne? Oh Mann, was muss ich lange scrollen, bis ich da oben bin? Erlangen-Waldhafen. Ja, komm, das ist halt so. Erlangen-Walf. Tastatur kaputt, ne? Oder liegt's an mir? Gut. Hinzufügen den halt. Ist da. Und wir scrollen wieder runter. Wir müssen nach Friedrichsdorf. Aber wir sind schon fast da, weil es hier schon wieder hellblau wird. Jetzt müssen wir nur gucken, wo es ist. Da oben. Dahin. Und Linie ist fertig. Ein Schiff kann starten. Ach, er hat es hier nicht übernommen, ne, Lupa. Lass uns nochmal die Linie 30 angucken, was die geworden ist. Ist die das? Fahrplan passt aber. Hat er leider nicht übernommen hier, Motorschiff. Friedrichsdorf. Erlangen, Wald, Hafen. Schuss. Passt. Können wir schließen. Und hier steht keine, das heißt, die Fähre fährt. Da ist er ja schon. Okay, er fährt erstmal rüber, das ist auch gut. Und hier wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwann die Kutsche ankommen. Mal schauen, wie sich es ergibt. Drei Passagiere, Friedrichsdorf, Friedrichsdorf, Hafener Straße. Das sieht so aus, als ob hier schon die ersten drei sind, oder? Das wäre verdammt schnell gewesen. Warte mal, das doch. Ist das Friedrichshafener Straße? Ist das hier Friedrichshafener Straße? Das ist tatsächlich Friedrichshafener Straße. Das heißt, die fahren direkt darüber. Kaum angelegt, schon Passagiere da. Was wollen wir mehr? Vielleicht wächst dann hier, wir nennen auch ganz schnell.
Über Erlangen-Waldhafen, ja, und über Jena. Okay. Sieht man jetzt nicht. Aber vielleicht fahren die jetzt über Jena natürlich auch über Friedrichsdorf dann, weil über Schwandorf oder wie das da auch immer heißt, ist nicht so prickelnd, ne? Gut, da würde ich aber sagen, unser Geld 95.000, haben wir fast verdoppelt diese Folge, das ist schon mal gut. Und dann würde ich sagen, sind wir hier auf einem guten Weg mit den Finanzen und es läuft. Schnee haben wir ja auch schon, sehe ich gerade. Wird wohl Winter werden, oder? Wir haben August, okay, na, das ist auch vielleicht Sommerschnee. Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann. Ciao.